Bodo und das Frühlingserwachen. Eine Geschichte aus dem Buch Bodo bin ich dumm und die Jahreszeiten von Astrid Menke. Gelesen von Astrid Menke. Hallo, auf auf, ihr Schlafmützen! Ich bin es wieder, Bodo bin ich dumm. Ich möchte euch eine Geschichte erzählen über den Frühling. Ich gehöre zu den Bücherwürmern, die gern mal länger schlafen. Vor allem im Winter. Wenn nur wenig Licht in meinem Bücherregal scheint, bleibe ich manchmal bis Mittag in meinem Bücherbett. So war es auch im letzten Winter. Ich hatte mich schon richtig an diese langen Schlafenszeiten gewöhnt, als ich eines Morgens vom munteren Gezwitscher eines Vogels geweckt wurde. Ich schlug die Augen auf und es war tatsächlich schon hell. Was für ein schönes Erwachen. Die ersten Sonnenstrahlen schienen zu mir hinein und der Gesang des Vogels klang wie ein melodischer Weckruf. Leider konnte ich von meinem Bett aus den Sänger nicht erkennen. Schnell schlug ich die Bettdecke zurück und lief zum anderen Ende meines Regals. Es war trotz der Morgensonne bitter kalt. Da hatte doch tatsächlich jemand das Fenster geöffnet und die eiskalte Luft schlug mir entgegen. Ich wollte schnell zurück in mein Bett, als ich wieder diesen wunderschönen Gesang hörte. Ich habe schon viel über Vögel gelesen und weiß, dass sie sehr schön singen können. Auch ich hatte schon eine Vorstellung davon, wie ein Vogel aussieht. Er hat Flügel und einen Schnabel und es gibt ganz viele schöne verschiedene Vogelarten. Große, kleine, bunte und auch ganz schwarze Vögel. Vor dem Fenster stand ein Baum, dessen Knospen sich schon der Sonne entgegenstreckten. Der kleine Vogel saß auf einem seiner Äste und zwitscherte sein Morgenlied. Er hatte eine weiße Stirn und auf dem Kopf blaues Gefieder. Sein Bauch war leuchtend gelb und seine braunen Augen schauten aufmerksam. Wieder und wieder ließ er seinen Gesang ertönen, und für wenige Minuten vergaß ich die Kälte um mich herum. Erst als ich achi, niesen musste, bemerkte ich, dass ich immer noch ohne Kleidung in der Kälte stand. Auch der kleine Vogel hörte mein Niesen und flog erschrocken davon. Nein, flieg nicht weg, kleiner Vogel, wollte ich rufen. Doch bevor ich dazu kam, sah ich ihn schon auf einem anderen Ast sitzen. Er schaute interessiert zu mir herein. Ob er mich sehen konnte? Zaghaft winkte ich ihm mit einem meiner Füße. Nun geschah etwas ganz Unvorstellbares. Der kleine Sänger hob einen seiner Flügel und winkte zurück. Ich konnte das erst gar nicht glauben und winkte vorsichtig noch einmal. Wieder winkte mir der kleine Vogel zu. Das konnte doch gar nicht sein. Ich war doch gar nicht in einem Buch verschwunden. Wenn ich nämlich in Büchern herumschleiche, treffe ich manchmal andere Wesen, mit denen ich reden kann. Aber jetzt stand ich ja hier in meinem Regal und der Vogel da draußen war lebendig. Hallo? rief ich zaghaft. Hallo, kam es mit einer fröhlichen, tiefen, wohl männlichen Stimme zurück. Du kannst mich hören? fragte ich ihn. Ja, ich kann dich hören. Wer bist du? Wie ein Vogel siehst du nicht aus. Nein, ich bin kein Vogel, ich bin ein Bücherwurm. Ich heiße Bodo Binichtum. Und wie heißt du? Wieder hob der Vogel einen Flügel, und diesmal verbeugte er sich sogar. Mein Name ist Berthold Amadeus Meise. Wie du vielleicht erkennen kannst, bin ich eine Blaumeise. Ich konnte hören, dass Berthold sehr stolz auf seinen Namen war. Ich hatte auch schon einmal einen ähnlichen Namen gelesen, allerdings in einem Musikbuch. Ja, jetzt fiel es mir auch wieder ein. Oh, dann bist du bestimmt mit Wolfgang Amadeus Mozart bekannt. Der hat zwar nicht so gut gesungen wie du, aber er hat viele schöne Lieder geschrieben. Ich meine, komponiert. Kennst du ihn? Ich sah, dass Berthold lächelte. Natürlich habe ich von ihm gehört. Ein menschlicher Kompositeur. Naja, ein Liedermacher. Versteh mich nicht falsch. Aber wir Vögel sind von Natur aus musikalisch und schreiben die besten Lieder. Jeden Tag. Amadeus hob stolz seinen Kopf. Amadeus, ich wollte dich nicht beleidigen, ganz im Gegenteil, dein Gesang ist so schön, dass ich sofort aus meinem Bett gesprungen bin, um zu hören, wer da singt. Nun gut, lieber Bodo bin ich dumm. Ein Bücherwurm trifft ja auch nicht jeden Tag auf eine adelige Blaumeise. Ich gestatte dir, mich Amadeus zu nennen. Alle meine Freunde nennen mich so. Während Amadeus zu mir sprach, zupfte er gelangweilt an seinen Federn herum. Wenn du möchtest, lieber Bodo, werde ich dir noch ein Lied vorsingen. Ich bin gerade in der Stimmung dafür. Kaum hatte Amadeus den Satz beendet, wollte er auch schon anfangen. Amadeus, warte einen kleinen Moment. Ich muss mir erst mal etwas anziehen, denn hier ist es für mich zu kalt. Ich habe ja nicht so ein Federkleid wie du. Einen kleinen Moment, ich bin sofort zurück. Noch bevor Amadeus etwas erwidern konnte, krabbelte ich in meine kleine Wohnung und holte mir Mantel, Mütze und Schal. Das Zähneputzen musste heute einfach mal warten. Jetzt ging die Blaumeise vor. Ich eilte schnell wieder an das Regalende. In der Zwischenzeit hatte sich Amadeus ein bisschen eingesungen. So lieber Amadeus, jetzt bin ich wieder da. Ich bin richtig gespannt auf deine Lieder. Ich setzte mich auf den Regalrand und konnte das Konzert kaum erwarten. Nun gut, ich werde beginnen. Bitte absolute Ruhe! Amadeus streckte sich in die Höhe und wollte gerade anfangen, als plötzlich eine Stimme zu hören war. Guten Tag allerseits, was ist denn hier los? Habe ich etwas verpasst? Ein anderer Vogel, etwas größer als Amadeus, gesellte sich zu uns. Er sah genauso aus wie Amadeus, doch irgendwie auch anders. Fängst du schon wieder an, dich aufzuplustern? Weißt du, Amadeus, du bist dein Angeber. Überall musst du singen. Lass mich raten, du willst bestimmt das Lied für Clotilde singen. Amadeus rang nach Luft. Ich sah ratlos von einem zum anderen. Ich weiß ja nicht, wer du bist. Ich für meinen Teil würde Amadeus gern einmal richtig singen hören. Warum bist du so gemein? sagte ich. Schnell hielt ich mir den Mund zu, um den anderen Vogel nicht zu beleidigen. Er war schließlich ziemlich groß, und ich hatte ein wenig Angst vor ihm. Mein Name ist Kalle, und ich höre hier oft den ganzen Tag nichts anderes als diesen Gesang. Nur zu, lass dich besingen. Du wirst aber spätestens in zwei Tagen auch die Nase, besser gesagt, die Ohren voll haben. Ich verzieh mich, wer auch immer du bist, du tust mir jetzt schon leid. Kalle flog davon, weg war er. Was war das denn? Amadeus schnappte empört nach Luft. Dieser unmögliche Vogel hat kein bisschen Ahnung von Musik und tönt hier so herum. Bodo, du hast dir jetzt wirklich ein richtiges, gutes Lied verdient. Ich werde dir nun das Lied von Clotilde vorsingen, dann sagst du mir, was du davon hältst, ganz offen und ehrlich. Was meinst du? Amadeus sah mich bittend an, viel freundlicher als vorhin. Ja, Amadeus, das machen wir so. Ich habe nämlich wirklich ein bisschen Ahnung von Musik, da ich selbst auch schon viele Lieder geschrieben habe. Du darfst nicht vergessen, dass ich ein Bücherwund bin, und ich lese alles, bevor ich es verschlinge, wenn der Hunger nicht allzu groß ist. Amadeus und ich fingen fast gleichzeitig an zu lachen. Wir spürten beide, dass jeder im anderen einen neuen Freund gefunden hatte. Amadeus fing an zu singen. Seine Stimme war unglaublich. Ich hatte schon Menschen, Würmer und Schildkröten singen gehört, doch dieses Lied war so schön, dass ich die Luft anhielt. Kleine Meise fliegt mit mir in die weite Welt. Ich flieg, flieg, nur mit dir, ich leb, 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 leb nur mit dir. Ich bin ein großer Held in deiner kleinen Welt. Schöne Meise, komm zu mir, komm doch schnell herbei. Schöne Meise, bleib bei mir. Nachdem Amadeus aufgehört hatte zu singen, konnte ich erst gar nicht ausdrücken, was ich fühlte. Es war einfach so, so, so schön. Amadeus wurde etwas ungeduldig. Schließlich wollte er wissen, was ich von seinem Lied hielt. Also wirklich, Bodo, nun rede doch mit mir. Wie hat dir dieses Lied gefallen? War es denn so schrecklich? Ganz ehrlich, Amadeus, so etwas habe ich noch nie gehört. Das war unglaublich. Wie unglaublich, unglaublich schlecht, unglaublich bescheuert oder unglaublich gut. Amadeus Stimme wurde etwas lauter und ich bemerkte, dass wir nicht allein waren. Gut Amadeus, das war unglaublich mega fantastisch. Ich kann gar nicht verstehen, was dieser Kaller hat, ganz im Gegenteil. Ich glaube, der ist einfach nur neidisch, Amadeus. Du bist für mich der beste Sänger, den ich je gehört habe. Dieses Lied geht mir echt unter die Haut. Oh, Bodo, das freut mich. Weißt du, ich hatte immer schon das Gefühl, dass das Lied gut ist. Aber ich dachte, vielleicht bilde ich mir das ja auch nur ein. Weißt du, ich stamme aus einer vornehmen, adligen Familie. Da darf man keine Schwächen zeigen. Also tue ich vor anderen immer so, als ob ich alles am besten kann. Das ist manchmal sehr anstrengend, vor allem, weil ich gar nicht immer so sein möchte. Amadeus hatte ganz rote Wangen bekommen und sah verschämt zu Boden. Das kann ich gar nicht verstehen, du bist doch so ein netter Kerl. Nur vorhin warst du ein bisschen hochnäsig, aber vielleicht hast du nicht geglaubt, dass ich dein Freund bin. Also, vor mir kannst du so sein, wie du bist. Kennst du noch mehr Lieder? Gespannt hörte ich Amadeus zu, als er mir seine Lieder aufzählte. Dieses Lied für Clotilde ist etwas Besonderes. Clotilde gibt es nämlich wirklich. Amadeus zeigte mit einem Flügel hoch in die Luft, um mir klarzumachen, wie wichtig ihm Clotilde war. Wer ist denn Clotilde? fragte ich neugierig. Amadeus senkte seine Stimme. Clotilde ist auch ein Vogel wie ich, eine Blaumeise. Ich würde so gern mit ihr zusammen sein. Sie ist aber sehr schüchtern, und bis jetzt konnte ich noch nicht mit ihr alleine sprechen. Wenn sie erst einmal dein Lied gehört hat, will sie bestimmt mit dir sprechen. Wo lebt Clotilde denn? Ich konnte mir nicht vorstellen, dass jemand diesem schönen Gesang widerstehen konnte, obwohl Kalle war ja auch ganz schön frech zu Amadeus, aber der war ja nur neidisch. Clotilde lebt auch hier im Garten. Wir sind schon einige Tage hier. Im Moment kann ich sie aber nicht entdecken. Suchend sahen wir uns im Garten um. Da fiel mir plötzlich ein, dass ich noch nie in einem Garten gewesen war. In Büchern hatte ich gesehen und gelesen, was ein Garten ist. Mich packte die Neugier. Jetzt wollte ich diesen Garten wirklich mal sehen, riechen und erleben. Amadeus, hilfst du mir dabei, auf deinen Ast zu klettern, dann könnte ich mir den Garten richtig anschauen. Ich war nämlich noch nie in einem Garten. Amadeus sah mich erstaunt an. Wirklich? Komm, ich hol dich ab. Amadeus flog einmal kurz in die Luft, um sich dann auf dem Ast direkt vor mir zu setzen. Der Ast reichte bis zur Fensterbank unter mir. Vorsichtig kletterte ich auf den Ast und saß schon kurze Zeit später neben Amadeus. Ich, Bodo Binichtum, ein Bücherwurm, saß auf einem Baum im Garten. »Donnerwetter, Amadeus, ich bin zum ersten Mal in meinem Leben in einem Garten, ohne in einem Buch zu stecken. Die Blumen sind so bunt, aber Clotilde habe ich noch nicht gesehen. Versteckt die sich vielleicht?« »Nein, das glaube ich nicht. Sie wird bestimmt bald kommen. Ach, schau mal, da ist der Kalle wieder. Den mag ich gar nicht.« Amadeus drehte Kalle den Rücken zu, als ob er ganz beschäftigt sei. Kalle interessierte das aber nicht und ließ sich neben uns auf dem Ast nieder. Er war wirklich um einiges größer als Amadeus. Ja hallo, Amadeus hat endlich aufgehört zu singen, da kann man seine Ohren ja wieder öffnen. Kalle schüttelte seinen Kopf ordentlich aus. Kalle, ich weiß gar nicht, was du hast. Amadeus hat so schön gesungen. Ich sah Kalle verständnislos an. So, da hörst du es, Kalle. Bodo mag meinen Gesang. Flieg doch einfach wieder davon. Amadeus sah Kalle herausfordernd an. Ist ja schon gut, ihr seid schon komisch, ihr beiden. Mit diesen Worten flog Kalle davon. Sag mal, Amadeus, ist Kalle auch eine Blaumeise? Der ist viel größer als du. Wir schauten Kalle noch immer nach, als Amadeus sagte: Kalle ist eine B Kohlmeise. Kohlmeisen sind etwas größer als wir. Dafür sind sie aber nicht so flink wie die Blaumeisen. Und ich finde, Kalle ist auch gar nicht so schlau wie ich. Immer meckert er rum. Der hat überhaupt keine Ahnung. Ach, das würde ich gar nicht so ernst nehmen. Ich glaube, er ist einfach nur neidisch. Sei doch einfach mal richtig nett zu ihm. Vielleicht wird er dann auch netter. Damit rechnet er bestimmt nicht. Amadeus dachte kurz nach und sagte: Vielleicht hast du ja recht. Ich kann es ja ausprobieren. Neugierig schaute ich mich im Garten um. Es gab so viel zu sehen. Schau mal, Amadeus, da unten im Gras. Sind das etwa Tulpen? Und das sind Narzissen, oder? Ich war ganz aufgeregt. So viel gab es zu sehen. Ja, die blühen jetzt im Frühling. Da drüben wachsen auch Monte Krokusse. Das Frühjahr ist wirklich eine sehr schöne Jahreszeit. Schau dir die Sträucher dort drüben an. Dort treiben die Kätzchen schon aus. So nennt man die jungen Triebe. Ich konnte mich kaum an all den Farben satt sehen. Plötzlich entdeckte ich in einem der anderen Bäume noch eine kleine Blaumeise. Sie schaute interessiert zu uns herüber. Amadeus säuberte sein Gefieder und hatte sie noch nicht bemerkt. Schau mal, Amadeus, dort drüben. Ist das Clotilde? Ich zeigte mit einem meiner Füße zu dem Vogel hinüber. Ja, Bodo, ja. Ich habe sie gar nicht gesehen. Wie lange sitzt sie denn schon da? Oh, was soll ich denn jetzt nur tun? Bodo, nicht hinsehen. Wir schauen einfach woanders hin. Wie sehe ich denn aus? Sitzen meine Federn ordentlich? Sind meine Krallen auch sauber? Ich glaube, mir wird vor Aufregung gleich schlecht. Amadeus, nun bleib doch mal ruhig. Du siehst richtig gut aus. Warum bist du denn so aufgeregt? Ich wusste wirklich nicht, was ich davon halten sollte. Ach Bodo, hörst du denn mein Herz nicht klopfen? Das hört Clotilde doch bestimmt bis auf ihren Baum. Das ist ja so peinlich. Amadeus schaute betreten auf seine Krallen. Also ehrlich, Amadeus, so wird es aber nichts. Clotilde schaut die ganze Zeit zu uns herüber, und du drehst dich einfach weg. Was soll sie denn da denken? Noch während ich das sagte, sah ich, dass Kalle sich neben Clotilde niederließ. Siehst du, jetzt hat Kalle sich zu ihr gesetzt. Der schnappt sie dir jetzt weg. Ich war richtig wütend auf Kalle, das konnte er Amadeus doch nicht antun. Amadeus war nämlich wirklich in Clotilde verliebt. Das erkannte sogar ich. Das geht doch gar nicht. Bodo, Kalle ist eine Kohlmeise und Clotilde eine Blaumeise, so wie ich. Der Kalle kann sich doch auch nur mit einer Kohlmeise paaren. Das weiß doch jedes Küken. Ach ja, ich glaube, ich habe schon einmal so etwas über Vögel gelesen. Trotzdem solltest du jetzt wirklich mal mit Clotilde reden, sonst kommt nachher noch eine andere Blaumeise. Amadeus nickte und seufzte. Wie soll ich das machen? Was soll ich sagen? Da fällt uns bestimmt schon was ein. Schweigend saßen wir nebeneinander und überlegten. Plötzlich hatte ich eine Idee. Amadeus, was hältst du davon, wenn du sie bittest, mir mit dir zusammen den Garten zu zeigen? Das würde ihr vielleicht auch Spaß machen. Meinst du? Sie merkt doch bestimmt, dass ich das auch alleine könnte. Vielleicht auch nicht. Ihr könntet mich zum Beispiel zusammen unten ins Gras setzen. Du allein wirst mich nicht mit deinen Krallen anheben können, aber zusammen? Hast du keine Angst, wir könnten dich fallen lassen? Nein, warum denn? Sag, könntet ihr das oder nicht? Gespannt sah ich Amadeus an. Da müssen wir Clotilde fragen, wenn sie überhaupt mitmacht. Na siehst du, genau das meine ich, also musst du mit ihr reden, flieg hinüber zu ihr und frag sie. Kalle ist auch schon wieder weggeflogen. Amadeus zögerte, aber dann flog er hinüber zu Clotilde. Er setzte sich neben sie auf den Ast, und ich konnte sehen, dass sie sich angeregt unterhielten. Es dauerte nicht lange, er kamen beide zu mir. Es schien zu funktionieren. Hallo Bodo, ich bin Clotilde. Clotilde war anscheinend doch nicht so schüchtern, wie Amadeus dachte. Ich freue mich, dich kennenzulernen, Clotilde. Hat Amadeus dir schon gesagt, was wir vorhaben? Ja, er hat mir erzählt, du möchtest fliegen und den Garten kennenlernen. Du bist aber ganz schön mutig. Hast du keine Angst, dass dir schlecht wird? Wir werden dich nicht fallen lassen, da brauchst du keine Angst zu haben. Aber wenn du die Höhe nicht verträgst, wird es schwierig. Clotilde sah mich mit ihren schönen Augen fragend an. Ach, das wird schon gehen. Ich bin ja schließlich auch auf diesen Ast geklettert. Jetzt möchte ich gern auf dem Baum sitzen, auf dem ihr beide eben gesessen seid. Da kann ich bestimmt noch viel mehr sehen als von hier aus. Wollen wir das mal versuchen? Wir heben dich erstmal an, um zu schauen, ob du nicht zu schwer bist. Und jetzt geht es los. Clotilde, bist du so weit? Amadeus sah Clotilde an und ich konnte in seinem Blick sehen, wie lieb er sie hatte. Hoffentlich spürte sie das auch. Ich bin so weit, auf geht's! Sie fingen an, mit den Flügeln zu schlagen und hoben von unserem Ast ab. Vorsichtig nahmen sie mich in ihre Krallen und dann ging es ab nach oben. Das klappte total gut, ich konnte es kaum glauben, aber ich flog tatsächlich mit den beiden durch den Garten, und als hätten sie nie etwas anderes gemacht, setzten sie mich behutsam auf dem Ast ab, auf dem Clotilde vorhin gesessen hat. Wir freuten uns und lachten zusammen wie alte Freunde, ich war begeistert von den vielen bunten Blumen. Oh, das ist ja wunderschön hier, überall wachsen Tulpen und Maiglöckchen. Sind die Blumen immer hier? Nein, nur jetzt im Frühling. Die Menschen haben im Herbst kleine Zwiebeln in die Erde gepflanzt und daraus wachsen nun die Blumen, erklärte Clotilde mit ihrer melodischen Stimme. Auch Amadeus hörte ihr genau zu. Zwiebeln kenne ich, rief ich stolz. Die gibt es auch in Kochbüchern. Ich glaube aber, das sind andere Zwiebeln. Die können die Menschen nämlich essen. Seht mal, da unten an dem Strauch bewegt sich etwas. Was ist das? Die beiden Meisen folgten meinem Blick. Jetzt übernahm Amadeus die Gartenführung. Das ist ein Igel. Kannst du seine Stacheln erkennen? Er ist gerade aus dem Winterschlaf erwacht. So richtig munter ist er noch nicht. Igel findest du ganz oft unter Sträuchern. Dort können sie sich im Laub verstecken. Das Laub hat sich dort im Herbst gesammelt und viele Tiere schützen sich darin vor dem Winter, vor der Kälte. Ich habe vorhin auch schon eine kleine Haselmaus gesehen. Sie kam dort aus einem ihrer Erdlöcher. Auch Haselmäuse halten Winterschlaf. Amadeus war damit beschäftigt, mir alles im Garten zu erklären. Er freute sich, weil er vor Clotilde mit seinem Wissen angeben konnte. Auch Kalle setzte sich nicht weit weg von uns auf einen Ast und hörte zu. Clotilde hatte nur noch Augen für Amadeus. Neugierig fragte sie: Amadeus, du singst seit Tagen immer wieder so ein schönes Lied. Für wen singst du das denn? Amadeus wurde rot. Ja, also, dieses Lied ist eigentlich, stotterte er verlegen. Das kann man sich ja nicht mit anhören, unterbrach ihn Kalle ziemlich ruppig. Amadeus singt dieses Lied nur für dich, Clotilde. So, jetzt ist das raus, und wenn du jetzt wieder anfängst zu singen, dann mache ich einen Abflug. Ich kann das wirklich nicht mehr hören. Kalle ließ uns schweigend zurück. Keiner sagte etwas. Plötzlich fing Clotilde an zu lachen. Sie hörte gar nicht mehr auf, und bald stimmten Amadeus und ich mit ein. Und ich dachte, sagte sie nach Luft schnappend, Du hast eine andere Blaumeise gefunden und versuchst sie zu locken. Ich habe nie geglaubt, dass du für mich singst. Ach, lieber Amadeus, dann sing doch noch einmal für mich dieses Lied. Es ist so zauberhaft. Amadeus sah jetzt richtig glücklich aus und fing an zu singen. Sein Gesang war wirklich etwas Besonderes. Als er aufhörte, applaudierten Clotilde und ich. Wir unterhielten uns noch ein bisschen, bevor sie mich wieder in ihre Krallen nahmen und losflogen. Es war so herrlich, durch den Garten zu fliegen. Sie zeigten mir Hummeln, die aus ihren Erdlöchern kamen, und fleißige Bienen, die sich in den farbenfrohen Blüten versteckten. Endlich konnte ich das Frühlingserwachen mit eigenen Augen sehen. So viele Farben und so viele Tiere, die jetzt aus ihrem Winterquartier kamen. Amadeus und Clotilde hielten mich fest und wir flogen mit den Schmetterlingen um die Wette. Unten im Gras konnten wir eine Kröte erkennen. Sie hüpfte quer durch den Garten und schien uns gar nicht zu bemerken. Einmal waren meine beiden Blaumeisen sehr mutig. Bei einer gewagten Flugrolle verlor ich meine Mütze, die sich die Kröte schnappte und damit unter einen Strauch verschwand. Amadeus und Clotilde konnten gut im Flug auf einer Stelle bleiben, und so verharrten wir eine Weile über einer Narzisse. Ihr Duft war einfach betörend. Die beiden Blaumeisen brauchten nur ganz schnell mit den Flügeln zu schlagen. Sie sind schon tolle Flieger. Nach einem langen, aufregenden Flug setzten mich die beiden wieder an dem Fenster ab, aus dem ich vor einiger Zeit herausgeklettert war. Ich danke euch beiden für diesen tollen Flug. werde ich euch wiedersehen? Aber natürlich, sagte Amadeus, schau mal an diesem Baum hier ist ein kleines Vogelhäuschen. Kannst du es sehen? Darin werden wir jetzt wohnen und vielleicht auch Kinder haben. Da kannst du uns immer sehen, und wenn das Fenster offen ist, singen wir ein Lied für dich. Dann weißt du, dass wir hier auf dich warten. Und wir holen dich wieder zum Fliegen ab. Das hat doch wirklich viel Spaß gemacht. Clotilde war noch ganz begeistert von unserem Flug. Es wäre toll, wenn wir das noch einmal machen könnten. Beim nächsten Mal setze ich aber vorher meine Mütze ab. Darüber mussten wir alle lachen. Dann verabschiedeten wir uns. Ich beobachtete die beiden noch eine Weile und ging dann in meine kleine Wohnung in meinem Bücherregal. Ein paar Wochen später lernte ich die vier Kleinen von Amadeus und Clotilde kennen. Ob mir die kleinen Piepmetze später auch mal Lieder vorsingen werden?